Klingt komisch, ist aber so. Thomas Stamm setzt mit Kübler und Schrädt zwei Profis ein, die Spielpraxis sammeln sollen. Mit Uphoff drei Spieler auf dem Platz, die älter als 23 sind. Für eine U23 ist das die Grenze und Vermey ist damit zu alt für die Startelf. Freiburg in Rot will den Schwung der letzten Wochen auch gegen Absteiger Ingolstadt mitnehmen. Immerhin stehen die Breisgauer nach 6 Spieltagen vor dem Aufstiegskandidaten. Guttau scheitert nach 14 Minuten an Funk. Kurz zuvor stoßen muss Leo und Schröck heftig zusammen. Guttau kann den Abstimmungsfehler nicht nutzen. Freiburg macht weiter Druck, die Schanzer kommen kaum hinten raus. Schrä, Rö lässt prallen und Schrä lässt knallen. Daniel Kofit Schrä, bei St. Pauli noch bekannt als Chire, hat bei seinem Wechsel nach Freiburg nochmal aufgeklärt, wie er richtig ausgesprochen wird. Ghanaisch ist Schrä richtig. Ingolstadt hat im ersten Spielabschnitt gar nichts zu melden, auch weil Freiburg gut presst und dann ballsicher schnell kombiniert. Kehl auf rechts, kurz vor der Halbzeit nach dem Ballgewinn ganz frei, nutzt den Platz. Marius Funk mit einem super Reflex. Schrä scheitert an Brackelmann. Der macht Kehls Schuss erst richtig gefährlich, kann dann aber zur Ecke klären. Nur eine Minute später verlieren die Schanzer wieder den Ball im Spielaufbau. Kehl schaltet schnell mit dem langen Einwurf. Guttau, Brackelmann macht ihn wieder gefährlich, Wagner direkt und Funk mit einer Wahnsinnsparade. Ingolstadt ist einfach immer den Schritt zu spät, kann sich nur auf einen überragenden Marius Funk verlassen. Zur Pause aus Freiburger Sicht nur 0:0, weil sich die Breisgauer an Funk die Zähne ausbeißen. Tempo macht auch 10 Minuten nach der Halbzeit nur Freiburg. Starker Seitenwechsel. Treu leitet weiter. Der Kapitän kommt noch einmal an den Ball. Kann es eigentlich alleine machen. Kehl steht frei und nimmt das lange Eck. Da ist die verdiente Führung für den SC-Nachwuchs. Kehl weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Denn dieses Tor geht zu 70% auf die starke Vorarbeit von Philipp Treu. Der 21-Jährige mit guter Technik und noch besserer Übersicht. Lars Kehl macht sein erstes Saisontor. 5 Minuten später Freiburg wie gewohnt im Angriff. Schrä spitzelt den Ball weg und geht dann zu Boden. Sieht harmlos aus, aber Franke trifft mehr den Stürmer als den Ball. Strafstoß aus meiner Sicht durchaus möglich. Schiedsrichter Lukas Behnen lässt weiterlaufen. Freiburg nimmt es, wie es ist, und rollt weiter auf das Tor der Schanzer zu. Das ist der eingewechselte Vincent Vermey, bisher noch unauffällig. Kehl mit dem Blick für Guttau, den die Schanzer einfach nicht haben. Der 22-Jährige mit viel Zeit, vielleicht sogar mit ein bisschen zu viel Zeit. Da wäre doch mehr drin gewesen. 78. Minute, Ingolstadt mal vorne mit einem Freistoß. Tobias Beck trifft die Latte. Uphoff hätte da gar keine Chance gehabt. Der Däne, schon mit 4 Toren in dieser Saison, geht trotz Superschusstechnik leer aus. Kurz vor dem Ende, Freiburg erobert den Ball im Mittelfeld. Robert Wagner läuft damit einfach mal los. Der 19-Jährige lässt alle Ingolstädter stehen. Trifft aber nur den Pfosten, weil Marius Funk mal wieder mit dem Fuß dran war. Doch auch der Torhüter kann die Niederlage von Ingolstadt nicht verhindern. In Freiburg bleibt es dabei. Wenn der Nachwuchs kein Gegentor bekommt, holen sie in dieser Saison immer 3 Punkte. Genau das macht die Mannschaft von Thomas Stamm in diesem Jahr bisher zu einem Top-Team der dritten Liga.